Ohne Karl-Heinz Rummenigge. 40.000 erlebten die Heimspielpremiere des siebenfachen deutschen Meisters heute Abend im Olympiastadion. Die Bayern, das ist die Mannschaft in Rot, von rechts nach links. Der Andrang an den Kassenhäuschen war so groß, dass der Spielbeginn kurzfristig um eine Viertelstunde verschoben wurde. Denn um 20 Uhr, da standen noch Tausende vor dem Stadion. Offensichtlich hatte der laue Sommerabend viele dazu verführt, zunächst einmal die Biergärten und erst dann den FC Bayern zu besuchen. Und die, die rechtzeitig da waren, die erlebten hier nach 40 Sekunden den ersten Torschuss von Lothar Matthäus in München. Der aber verfehlte sein Ziel. Werder Bremen im traditionellen Grün-Weiß. Die Bremer bis auf den verletzten Gruber erstmals mit ihrer Wunschelf. Ein Zustand, von dem die Bayern noch weit entfernt sind. Pfaff, Bayer-Lorzer, Grobe, Dieter Hoeneß und Matti bilden das Bayern-Lazarett. Und die Bayern, sie machten viel Dampf. Offensivfußball hat Udo Lattek ja versprochen. Vielleicht nicht schon für das erste Spiel. Er sagte, da stehe man ja unter einer besonderen Belastung. Aber die Bayern wollen offensiver in dieser Saison werden, als sie das in der letzten waren. Wieder Lothar Matthäus, Antreiber im Mittelfeld, machte ein hervorragendes Spiel. Bernd Martin, nach einer langen Durststrecke, jetzt wohl Stammspieler da auf dem rechten Flügel, in der rechten Verteidigerposition, aus der er sehr viel macht. Nachtwey, Flügler, Sören Lerby, der Däne. Viel Druck der Bayern und Werder hatte einiges zu tun. Dann Bernd Martin und Petzai muss retten, das alles schon in der zweiten Minute. Und Sie hören es selbst, ein Auftakt, wie die Fans ihn sich wünschen. Die Ecke brachte keine Gefahr, aber die nächste von der anderen Seite. Augenthaler und Lerby rutscht vorbei, nachdem auch Augenthaler schon das Tor verfehlt hatte. Nach 10 Minuten dann schon der erste Wechsel. Nachtwey mit der 7 geht hinaus und mit der 15 kommt der neue Publikumsliebling in München, Ludwig Kögel, der ja von 1860 kam. Nachtwey zog sich einen Muskelfaserriss zu. Und die Einwechslung von Kögel, die tat dem Bayern-Spiel gut. Es wurde nun noch besser. Werder aus verstärkter Defensive heraus, nur mit zwei Spitzen, sehr vorsichtig und durchsichtig. Die Bayern konnten immer wieder früh stören und die Bayern mit ungewohntem Flügelspiel, mit schönen, wunderschönen Aktionen teilweise. Wieder Martin und hier mit der 15 erstmals in Ballnähe Ludwig Kögel, nur 1,68 groß. Flügler mit der ungewohnten 3 und wieder Kögel. Und passen Sie auf, was er macht mit Schaaf. Um ihn herum eine wunderschöne Flanke. Roland Wohlfahrt mit dem Kopf. Michael Rummenigge. 1:0 für den FC Bayern in der 16. Spielminute. Rummenigge-Tore also auch weiterhin in München, auch wenn der Karl-Heinz jetzt in Italien spielt. Michael, so hoffen es die Bayern, schlüpft in seine Rolle. Die Wiederholung. Eine wunderschön gezogene Flanke von Kögel, 1:0 durch Michael Rummenigge nach 16 Minuten. Und Werder weiter vorsichtig. Rudi Völler, von ihm war nicht viel zu sehen, wird abgefangen, viel zu durchsichtig die Bremer. Und die Bayern mit Kontern, mit schnellen Kontern, mit schönen Aktionen. Matthäus, das Außennetz. Er scheint sich wohl zu fühlen in München, der Mönchengladbacher aus Herzogenaurach. Das war ihm in diesem Spiel deutlich anzumerken. Hier ist der Lothar Matthäus, der Millioneneinkauf. Die Ecke von Sören Lerby und passen Sie mal auf, wo die hinkommt und was Lothar Matthäus macht. Nimmt den Ball Volley. Und Bordenski. Matthäus strotzte vor Selbstbewusstsein und Otto Rehhagel, Werders Trainer, ruhig und etwas nachdenklich. Weiter Bayern-Druck, wieder über Matthäus. Wird gefoult, kurz vor der Strafraumgrenze. Wir haben uns diese Szene einige Male angeguckt. 16 Meter die Entfernung, Lerby, da steht auch Augenthaler.
Auf wen konzentriert sich Bremen? Aber Matthäus versucht es diesmal mit einem Heber und verfehlt wieder das Ziel. Er hat einen Start ohne Schwierigkeiten in der neuen Umgebung, so als hätte er schon immer bei den Bayern gespielt. Und die Bayern, sie unterstrichen auch weiter, dass das 3:1 in Bielefeld keine Eintagsfliege war. Eder. Dremmler, viel Einsatz. Sören Lerby. Flügler. Und Lerby. Und Bodensky rettet. Es machte wirklich Spaß, den Bayern vor allem in der ersten Halbzeit zuzuschauen. Von Werder Bremen war in diesen ersten 45 Minuten nicht viel zu zeigen. Die erste gefährliche Aktion in der 31. Minute, und da reklamiert Rudi Völler ein Handspiel von Augenthaler. Aber Schiedsrichter Uhlig ließ sich nicht beirren. Wir zeigen Ihnen die Szene noch einmal. Und ich glaube, zu Unrecht diese Reklamation von Rudi Völler. Die Werder-Spieler offensichtlich noch ärgerlich.